Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sonntagsinspiration. Heute möchte ich wieder über ein Teaching sprechen, ein Teaching von Sri Bhagavan, einer meiner Lehrer, den ich schon seit vielen, vielen Jahren als Lehrer habe. Und es ist so, dieses Teaching ist so essentiell. Es ist wirklich so essentiell, wenn ich das wirklich, wirklich in der Tiefe in mir verstanden habe, wirklich in der tiefsten Zelle in mir verstanden habe, dann verändert sich deine Welt. Das ist so der erste Schritt. Und ja, wenn wir heute Zeit haben, weiß ich noch nicht, ich werde es jetzt einfach mal fließen lassen für mich, dann können wir auch noch mal vielleicht in eine tiefere Kontemplation gehen. Und ja, so meditativ darüber kontemplieren, weil das ist ja sozusagen, warum ich diese Inspiration mache, dass du dir auch die Woche über mal Zeit nimmst, darüber zu kontemplieren, weil wenn, habe ich schon mal gesagt, wenn du einfach nur konsumierst, wird es keine Veränderung in deinem Leben geben. Nur wenn du es verinnerlichst, wenn du es dir wirklich zu Herzen nimmst, wenn du dir die Zeit nimmst, über dich, über dein Leben zu kontemplieren, Selbstreflexion zu betreiben, dann wirst du Veränderungen im Leben und auch in dieser Welt erkennen können. Ja, das Teaching heißt, die wahrgenommene Wirklichkeit wird schließlich zur manifestierten Wirklichkeit. Die wahrgenommene Wirklichkeit wird schließlich zur manifestierten Wirklichkeit. Ja, was bedeutet das? Das bedeutet für mich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, weil wie gesagt, diese Teachings sind nicht dazu da, um sie auswendig zu lernen, sondern zu verinnerlichen, darüber zu kontemplieren, darüber nachzudenken, wie sieht es da in meinem Leben aus? Und für mich bedeutet dieses Teaching wirklich das, was ich in der Tiefe wahrnehme, in Gedanken, in Gefühlen, das manifestiert sich im Außen. Deswegen ist eine Selbstreflexion so unglaublich wichtig. Und dieses Teaching war sozusagen einer der ersten Schritte im Awakening-Kurs, den ich jahrelang gegeben habe. Und damals hieß der Schritt das Mantra, das Ich bin das. Und ich habe die Teilnehmer des Kurses darüber kontemplieren lassen, zu verstehen, was das wirklich in der Tiefe bedeutet. Weil wenn du das verstanden hast, wirklich in der Tiefe, in deiner tiefsten Zelle deines Seins, dann weißt du, warum die Dinge so sind, wie sie sind in deinem Leben. Und es kommt auf deinen Standpunkt an, den du einnimmst. Also demnach, wie du denkst, wie du fühlst, das wird sich in deiner äußeren Welt zeigen. Und das verstehen wir oft nicht so, vor allen Dingen nicht am Anfang, wenn wir am Anfang unserer Reise sind, also unserer Bewusstseinsreise sind, dann verstehen wir das nicht, weil wir immer noch im Außen suchen und im Außen beschuldigen, projizieren, denken immer, ja, die sind schuld oder jener ist schuld und, und. Und wir erkennen nicht, dass wir die Ursache des Ganzen sind, weil alles entspringt aus uns heraus. So sind wir alle dafür verantwortlich, was momentan in der Welt geschieht, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. Ich habe das schon öfters erwähnt, immer wieder erwähnt, weil wir alle sind in diesem Kollektivbewusstsein drin. So wie Bhagavan, was so schön sagte, und das fand ich damals so, das war so erleuchtend für mich auch. Er sagte mal, ich habe das, glaube ich, auch schon mal erwähnt, als er gefragt wurde, was ist denn mit denen, die im Gefängnis sitzen? Und dann sagte er, ja, sei froh, dass die da drin sitzen, sonst würdest du vielleicht da drin sitzen, weil einer muss diesen Job übernehmen, weil alles voneinander abhängig ist. Also das ganze Universum ist voneinander abhängig. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir auch, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Dann wissen wir, ich trage einen Teil dazu bei, dass die Welt heute so aussieht, wie sie aussieht. Und wenn mein Beitrag nur der ist, dass ich nichts dagegen tue, dass ich nach wie vor vielleicht in meiner Opferrolle bin und denke,
Ja, was kann ich schon tun? Weil die da draußen, die entscheiden das ja. Die Regierung entscheidet, mein Chef entscheidet, wer auch immer. Meine Eltern haben entschieden und. Also ich bin dann immer noch in dieser Opferrolle und übernehme nicht die Verantwortung, dass ich sage, nee, stopp, jetzt übernehme ich Verantwortung. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir nach innen schauen. Nach innen schauen, was ist da noch in mir? Was ist eventuell, wenn wir jetzt die Welt zum Beispiel draußen betrachten, wenn wir die verändern wollen in was Positives, dann müssen wir erstmal gucken in uns, welche innere Härte habe ich vielleicht noch in mir? Inwiefern projiziere ich Dinge noch nach außen? Inwiefern beschuldige ich noch Menschen für die Dinge, die da passieren? Ich kriege das ja auch immer wieder mit, auch was, wie gesagt, wie momentan, was da draußen geschieht in der Welt, dass wir gewisse Politiker dafür verantwortlich machen und sagen, ja, der muss weg oder die muss weg oder was auch immer. Damit ist aber das Problem nicht gelöst, weil alles bedingt sich gegenseitig. Wir sind in diesem Kollektivbewusstsein. Und auch dazu mal, hatte ich mal gesagt, das Kollektivbewusstsein, das musst du dir vorstellen wie ein Luftballon. So hat uns das Bhagavan mal erklärt. Und an der schwächsten Stelle bricht es aus. Das heißt, wenn du dir vorstellst, wir alle sind in diesem Kollektiv drin. Und der, der in seinem Verhalten oder in seiner Anbindung am schwächsten ist, der nicht mit seinem Göttlichen verbunden ist, nach oben, nach unten, der nicht mit sich verbunden ist, da bricht es dann hervor. Das heißt gleichzeitig, und das war für mich damals so faszinierend zu erfahren, das war wirklich eine Erleuchtung für mich, der Hass, die Härte, die auch in mir drinnen ist, die kommt vielleicht nicht zum Vorschein, weil ich das vielleicht sehr gut kontrollieren kann. Aber sie kommt vielleicht bei meinem Nachbarn zum Vorschein, der es nicht so kontrollieren kann. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht in mir habe. Und das gilt es zu verstehen. Und wenn wir uns wirklich auf diese Reise begeben und uns öffnen dafür und das Göttliche drum bitten oder wie auch immer du diese Quelle nennen magst, dass du sagst, ja, ich möchte einen Beitrag dazu leisten, diese Welt zu einem positiven Ort zu verändern und du dich dafür öffnest, und dann wirst du vielleicht manchmal auch erschrecken, welche Worte, welche Gedanken durch dich fließen und du damit manifestierst. Ich hatte ja auch mal ein Video darüber gemacht. Achte auf deine Gedanken. Das ist ganz, ganz wichtig. Achte immer wieder, dich da zu reinigen. Und dazu brauchen wir diese Reflexion, diese Selbstreflexion. Nur durch diese Selbstreflexion, durch dieses Gewahrsein und dich mit deinem Göttlichen verbinden und darum bitten, dass du gereinigt wirst, dass du mehr und mehr mit dieser Liebesenergie gefüllt wirst, dass du mehr und mehr dieses weibliche Prinzip in dir einlädst. Und damit wieder Balance in diesem Leben geschieht, damit wir dieses männliche Prinzip, das jetzt so vorherrschend ist in dieser Welt, wieder ausgleichen können. Ihr wisst ja, dass ich momentan gerade dabei bin, ein Seminar vorzubereiten über Entdecke die Göttin in dir. Und ich finde das so spannend, was da gerade bei mir auch so passiert. Ich muss es ständig wieder auf Eis legen, weil neue Ideen kommen. Und ich wollte es ja erst als ein 2-Stunden-Seminar machen. Dann habe ich gedacht, nee, mach ein 3-Stunden-Seminar. Dann wurde das immer größer. Und jetzt durch eine Freundin letzte Woche, die mir auch, ich werde den Link dann unten auch verlinken, hat mich dann aufmerksam gemacht, dass jetzt gerade ein so ein Summit stattfindet.
Zeit im Wandel und die Rückkehr der weiblichen Energie. Es passt ja wunderbar zu meinem Seminar. Und da nehme ich jetzt teil, also nicht in jedem Interview nehme ich teil, aber ich nehme nicht teil, also ich höre mir das an. Und ja, und dadurch sind wieder neue Ideen entstanden, dass ich das doch noch ein bisschen größer aufziehe, weil ich merke immer mehr, wie wichtig das ist, was ich so intuitiv bekommen habe vor vielen Wochen, dass es wichtig ist, dass wir das wieder einladen. Und jetzt wird es immer größer und größer und ich weiß nicht, wo ich lande. Und ich werde euch den Link aber unten verlinken, weil ich glaube, dieses Summit geht noch bis Mitte Juli oder so. Dann könnt ihr dann teilnehmen und man kann sich auch das Paket kaufen, wenn man das möchte. Ja, so das mal nebenbei. Jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Genau. Also mir ist wichtig, dass wir wirklich uns bewusst werden, wie wir dazu beitragen, dass die Welt so aussieht, wie sie aussieht. Und dass wir es alle in der Hand haben. Und nur wenn wir diese Reinigungsprozesse in uns ankurbeln, wird sich da draußen was verändern. Es wird sich da draußen nichts verändern, wenn wir nicht unseren Beitrag dazu beitragen. Und unser Beitrag kann sein, dass ich einfach nur mit mir beginne, meine Transformation anzukurbeln. Zu gucken, wo stehe ich da? Und wie gesagt, zu gucken, inwiefern bin ich hart zu mir selber, hart zu anderen. Weil wie kann ich erwarten, dass die Welt sich verändert, wenn ich selbst noch so innerlich diese Härte in mir habe? Innerliche Härte kann auch sein, dass du dich beschimpfst, dass du zum Beispiel dir Ziele setzt, die nicht umsetzt und dann in eine Beschimpfung kommst, was auch immer. Einfach mal zu gucken. Wie gehst du mit dir selbst um? Wie gehst du dadurch mit deinem Umfeld um? Und ich garantiere dir, es ist definitiv so, wenn wir nicht beginnen bei uns, uns zu reinigen, uns zurückzubringen in diese Selbstliebe, wird da draußen nichts passieren ins Positive. Und du hast es in der Hand. Wie möchtest du, dass die Welt aussieht? Ich habe das so oft schon gesagt. Wie möchtest du, dass die Welt da draußen aussieht? Und wenn wir nicht möchten, dass diese Welt in eine falsche Richtung läuft, denn momentan tut sie das, meiner Meinung nach, dann müssen wir beginnen bei uns selbst. Dieses weibliche Prinzip wieder einladen, diese Liebe in uns wieder einladen, diese Fürsorge, dieses nährende Prinzip wieder in uns einladen. Und dazu ist es wichtig, erstmal zu schauen, was ist da in mir? Und wie kann ich diese innere Härte, wie kann ich die auflösen, wenn ich spüre, wenn ich merke, wow, ich gehe sehr hart mit mir selber um, weil vielleicht meine Mutter schon sehr hart mit mir umgegangen ist, weil die Oma schon und, und. Schau dir auch die Ahnenreihe an. Und wie sind die behandelt worden? Was haben sie dir weitergegeben? Weil sie können nur das weitergeben, was sie selber bekommen haben. Auch ich kann nur weitergeben, was ich bekommen habe, wenn ich nicht dafür sorge, dass ich transformiere, wenn ich nicht dafür sorge, mich wieder zurück zu verbinden mit der Liebe, mit meinem Herzen, dann wird sich da draußen nichts verändern. Das muss in der Tiefe erkannt werden. Deswegen nochmal dieses Teaching, die wahrgenommene Wirklichkeit wird schließlich zur manifestierten Wirklichkeit. Und zwischendurch erkennen wir das zwar, sagen wir, ja, ist klar. Und dann vergessen wir es wieder. Weil wir so im Tun sind, in dieser Welt sind, vergessen wir total, wie wir dazu beitragen, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und da immer wieder innezuhalten, immer wieder Stopp zu sagen, Moment, was passiert hier gerade mit mir? Welche Gedanken durchfließen mich gerade? Welche Gefühle? Und ihnen Raum geben.
Gefühle wollen gefühlt werden. Gib ihnen Raum. Das haben wir verlernt. Wir haben verlernt, den Gefühlen Raum zu geben. Ich beobachte das immer wieder bei Klienten. Sie sind da oben, erklären ihre Gefühle. Aber sie sind nicht im Körper und erfahren die Gefühle. Wenn ich dann mal sage, ja, wie fühlt sich das denn für dich an? Wumm, wieder da oben. Es ist so oft beobachtet. Also wir Menschen sind nicht bereit, in die Tiefe zu gehen, tief in uns zu fühlen. Weil dieses weibliche Prinzip, ja, es trägt sehr viel Schmerzen in sich. Weil wir es so lange verbannt haben, weil wir so viel Angst hatten, wieder missbraucht zu werden. Also haben wir es verborgen. Wir haben so viel Angst vor unserer eigenen Kraft. Also bleiben wir lieber im Hintergrund. Machen schön brav das, was man uns sagt. Und ich habe das gerade vor kurzem auch nochmal erlebt, weil ich dieses Standing hatte und sage, nein, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das hat in mir einen riesen Schmerz ausgelöst. Weil es gekoppelt war mit dieser Angst, ich werde ausgeschlossen. Ich werde aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ich fühle mich nicht mehr zugehörig. Wir wollen uns alle zugehörig fühlen. Es ist so essentiell wichtig für uns. Und deswegen sind wir bereit, über unseren Schatten zu springen. Vielmehr nicht über unseren Schatten zu springen, sondern sagen Ja und Amen dazu. Und sagen, okay, damit ich ja nicht aus der Gesellschaft fliege, mache ich schön brav, was man mir sagt. Und das ist so fatal, weil du dadurch dich verleugnest. Und es ist so wichtig, in die Tiefe reinzukommen, dich zu erkennen. Moment, wer bin ich? Was sagt mir mein Gewissen? Und ich sage dir, sobald dein Gewissen sich erweckt, dein Herz sich erweckt, wirst du nicht mehr fähig sein, einfach Dinge umzusetzen, die man dir sagt. Weil du vielleicht gewissensmäßig nicht dahinter stehen kannst. Und das ist wichtig. Es ist so essentiell wichtig. Auch das ist dieses weibliche Prinzip, dieses wieder einladen. Und ja, es kann schmerzhaft sein, weil es gekoppelt ist mit gebundener Energie. Aber es befreit dich auch. Es befreit dich wirklich, im Innersten deine Essenz wahrzunehmen, das, was du bist. Und je mehr du bereit bist, zu fühlen, was da gerade ist, ja, vielleicht lernst du dich dann gerade erst kennen, weil du viele, viele Jahre das verdrängt hast. Vielleicht kommt sehr viel Trauer hoch. Weil dieser Seelenanteil in dir sagt, ja, endlich siehst du mich. Ich bin sehr traurig, weil du mich so lange verbannt hast. Und es ist wichtig, das wahrzunehmen. Nicht gleich wieder wegzulaufen, nicht gleich wieder sich abzulenken. Ich habe auch sehr, sehr gute Ablenkungsmechanismen. Und jeder hat da so sein Muster, wie er sich ablenkt. Und der erste Schritt ist erstmal, das zu erkennen. Zu erkennen, aha, ich lenke mich wieder ab. Weil ich will mich gar nicht kennenlernen. Weil ich so viel Angst vor mir selber habe. Ich habe so viel Angst vor meiner eigenen Kraft. Aber das, was ich vielleicht innerlich denke, das manifestiert sich dann im Außen. Weil ich zum Beispiel, ich habe schon als Kind von meiner Mama immer gesagt kriegt, mit dir will niemand was zu tun haben. Du bist zu forsch, du bist zu dominierend. Du willst immer die erste Geige spielen. Und das war sehr schmerzhaft für mich, aber ich habe das so verinnerlicht, so sehr verinnerlicht, dass ich
immer diesen Glaubenssatz in mir hatte und immer noch habe, die Menschen mögen dich nicht, weil du bist so hart, du bist so fordernd, du bist so dominierend. Und ich habe diese Eigenschaft in mir sehr lange als unschön wahrgenommen, als zu männlich wahrgenommen, als nicht gut wahrgenommen. Und weil ich das so verinnerlicht hatte von meiner Mutter. Und irgendwann wurde mir bewusst, meine Mutter war ja auch gefangen in ihrer Angst, weil sie ihre Kraft auch nicht gelebt hat, weil sie sich schön brav angepasst hat. Weil um in dieser Gesellschaft zu überleben, müssen wir uns anpassen. Aber das ist nicht so. Vielleicht ist es uns nur eingeredet worden. Und dadurch wurde sie auch sehr hart innerlich. Und diese Härte hat sie auch an mich weitergegeben. Und ich hatte dann so einen vertretenen Glaubenssatz in mir, dass diese Stärke, die eigentlich in mir war, dieser Mut, den ich hatte, ja, das hatte natürlich mit dem männlichen Prinzip zu tun, aber in mir war das sehr ausbalanciert, dieses weibliche und männliche Prinzip. Hatte ich das immer irgendwie als negativ abgespeichert. Und ein riesengroßer Glaubenssatz ist da in mir entstanden. Menschen mögen dich nicht. Und dadurch, dass das in mir entstanden ist, hatte ich für viele, viele Jahre mein Herz verschlossen. Weil was bleibt dir da übrig, wenn du so sehr verletzt wirst als Kind, dann bleibt dir nur übrig, dein Herz zu verschließen. Also wurde ich nach außen hin noch härter. Und es wurde mir auch immer wieder gespiegelt. Ja, dich kann ja nichts niederbringen, weil du bist ja eine Taffe. Und das hat mich innerlich immer sehr, sehr verletzt. Weil ich für mich immer gedacht habe, ja, aber er kennt mein Wesen gar nicht. Mein Wesen ist nicht so tough. Mein Wesen ist sehr, sehr sensibel. Aber ich konnte es nicht mehr zeigen. Jahrelang nicht mehr zeigen. Und erst viele, viele Jahre später, dadurch, dass ich in diese Wundersbewegung kam, Sri Bhagavan kennenlernen durfte, da ist was in mir aufgebrochen wieder. Da kam ich wieder in meine Sensibilität zurück und komme peu à peu mehr und mehr in meine Sensibilität zurück. Und ich genieße das auch sehr, diese Sensibilität, dieses Wahrnehmen können. Und es ist manchmal auch gekoppelt natürlich mit einem Schmerz, schmerzhaft wahrzunehmen, dein Umfeld, dass sie gefangen sind in ihren Programmierungen, nicht wahrnehmen können, einfach glauben, was ihnen da draußen erzählt wird, nicht überprüfen im Inneren, ist es meine Wahrheit, die einfach nur funktionieren. Und das ist manchmal wirklich sehr, sehr traurig, das wahrzunehmen. Und ich glaube, ich habe das schon als Kind wahrgenommen. Ich habe das als Kind gespürt. Ich habe als Kind sehr viel weinen müssen. Und ich habe das damals nicht verstanden. Aber ich glaube, heute, dass es einfach ein Wahrnehmen des Schmerzes ist, des Kollektivs. Und den habe ich einfach wahrgenommen. Und Sri Bhagavan wurde auch mal gefragt. Vielmehr, es wurde einmal zu ihm gesagt, oh, einmal dein Bewusstsein haben. Dann sagte er zu ihr, zu der Suchenden, das würdest du nicht aushalten, was ich auszuhalten habe. Ja, und das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es, wenn du das fühlst, wenn du diesen Schmerz fühlst im Kollektiv, dann bist du auch bereit, was dafür zu tun, weil du einfach erkennst, so kann es nicht weitergehen. Und deshalb
Was können wir tun, wenn wir aus dieser inneren Härte herauskommen wollen? Aus der inneren Härte, wenn du dein Herz verschlossen hast, weil du vielleicht als Kind sehr verletzt wurdest, kommst du heraus, indem du beginnst, für andere da zu sein, anderen zu dienen, in deiner Familie vielleicht, einfach mal zu schauen, wem kann ich helfen. Und dienen ist vielleicht auch zum Beispiel, deine Eltern anzurufen, zu fragen, wie geht's euch, was kann ich für euch tun? Oder vielleicht bei der Nachbarin mal zu klingeln, beim Nachbarn, wenn es vielleicht ältere Personen sind, und fragen, braucht ihr Hilfe? Kann ich irgendwas für euch tun? Es können Kleinigkeiten sein. Einfach mal zu schauen, wem kann ich eine Freude machen? Und wenn du beginnst damit, anderen eine Freude zu machen, andere mal zu fragen, kann ich dir helfen? Oder wenn du draußen bist, jemand siehst, der braucht Hilfe, hinzugehen und zu fragen, kann ich ihnen helfen? Dann beginnt dieses Herz sich wieder zu öffnen, dann beginnt wieder Leben in dein Leben zu kommen. Wie Bhagavan immer so schön sagt, er sagt immer so schön, du existierst nur, du lebst nicht. Und weil Leben ist verbunden mit allem, mit der Natur, mit der Tierwelt, mit dem Mitmenschen. Und je mehr Mitgefühl du bekommst, desto mehr bist du bereit, auch wirklich für die Menschheit ein Beitrag zu sein, weil du erkennst, nur gemeinsam können wir das schaffen. Nur gemeinsam können wir wirklich es schaffen, eine wunderschöne Welt hier zu kreieren. Und dazu ist es nötig, wirklich nach innen zu gehen, wirklich zu gucken, was passiert hier innen in mir? Welche Gedanken sind da? Welche Gefühle? Und das ist Übungssache. Weil ich, wie gesagt, ich erlebe das immer wieder, dass Menschen das nicht können. Sie sind ganz schnell hier oben und erklären ihre Gefühle. Sie fühlen sie aber nicht. Fühlen ist was anderes. Fühlen ist in die Erfahrung gehen. Nicht erklären. Nicht erklären, ich habe Angst, sondern zu spüren, wie fühlt sich die Angst denn an? Wo spürst du diese Angst denn? Was möchte diese Angst dir sagen? Oder Trauer oder Wut? Was auch immer. Die wahrgenommene Wirklichkeit ist schließlich die manifestierte Wirklichkeit. Dieses Mantra, der erste Schritt des Awakening-Kurs, des Erwachenskurs war immer, ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Demnach, welchen Standpunkt ich habe, welche Gefühle, welche Gedanken ich habe, wird es mit Bewusstsein durchflutet, mit meinem Bewusstsein durchflutet und manifestiert. Und ich weiß, es ist nicht einfach, gewisse Dinge zu erkennen. Und gewisse Dinge brauchen seine Zeit oder ihre Zeit, um es ins Gewahrsein zu bringen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und es hat natürlich mit 6 Ebenen, sagen wir mal, zu tun, warum wir diese Glaubenssätze haben, wie wir leben und. Das würde jetzt aber zu weit führen, da tiefer einzugehen.
Aber ich kann euch nur einladen, auch in die Diksha-Abende zum Beispiel zu kommen. Ich mache ja jeden Dienstagabend Diksha-Abend über Zoom. Da kann man sich einfach einklinken. Ich werde den Link nochmal unten verlinken. Oder zum Beispiel, was ich auch sehr, sehr kraftvoll finde, ist freitagsabends findet die Golden Age Meditation statt mit ganz vielen Meditatoren weltweit. Ich finde sie sehr, sehr berührend und es hilft dir wirklich, dein Herz zu eröffnen. Es hilft dir wirklich zu erkennen, wer du bist, was da noch in dir schlummert, was gesehen werden möchte, was befreit werden möchte. Ich werde auch den Link von diesem Zeit des Wandels, so heißt es, glaube ich, hier unten drunter verlinken. Vielleicht kann man sich noch anmelden. Ich gehe mal davon aus, dass man sich anmelden kann. Ja, das war's heute von meiner Seite. Eine Meditation mache ich jetzt nicht mehr. Das würde meiner Meinung nach ein bisschen zu lang führen. Geh einfach in diese Kontemplation. Jeden Tag vielleicht für 10 Minuten. Und schau dir deine innere Härte an. Ist da noch innere Härte? Wie gehst du mit dir selbst um? Wie gehst du mit deinem Umfeld um? Und werde dir bewusst, egal was du da draußen erlebst, egal was du da draußen erlebst, es findet in dir statt. Und egal, wen du dafür verantwortlich machst, egal, auf wen du es projizierst, es findet in dir statt. Und ich weiß, es ist nicht einfach, das anzuerkennen. Denn wenn du gerade in einem Schmerz bist, dann kannst du das nicht sehen. Das erkenne ich auch voll an. Weil ich weiß selbst, wie tricky unser Verstand ist und wie unser Verstand uns einlullt und erzählen will, nee, der, die, das ist dafür verantwortlich, aber nicht ich. Erinnere dich, ich habe das auch schon mal gebracht. Wenn du einen Fleck auf deinem T-Shirt hast und in den Spiegel schaust, dann nützt es dir nichts, an dem Spiegel zu putzen, um den Flecken wegzubekommen. Der wird nicht weggehen, weil der Fleck ist in deinem T-Shirt. Und so musst du dir das auch mit deinem Bewusstsein, mit deinem Weltbild sehen. Das, was du siehst in der Welt, manifestiert sich. Die Frage ist, möchtest du das? Wenn du das möchtest, wunderbar. Wenn du es nicht möchtest, dann spätestens ist es Zeit, das Göttliche einzuladen, darüber zu kontemplieren und darum zu bitten, dass du gereinigt wirst und andere Gedankengänge dazu bekommst. Und schau dir da zunächst deine innere Härte an und bitte darum, dass es gewandelt wird in diese Selbstliebe. Ja, das war's heute von meiner Seite. Denke ich mal. Schau mal gerade. Ich glaube schon, dass ich alles gesagt habe, was ich eigentlich sagen wollte. Ich wünsche dir, ich wünsche euch einen fantastischen Sonntag. Genießt euer Leben. Geht in die Sonne, geht in die Natur. Es ist so wunderschön, sich mit der Natur zu verbinden, weil dann bist du eins. Dann verbindest du dich mit der weiblichen Kraft, mit dem weiblichen Prinzip, was sich vor allen Dingen in der Natur widerspiegelt. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Alles Liebe dir, deine Cornelia. Ciao.